Digi, wo leben wir eigentlich? Diese Musik, Alter. Aber ich muss zugeben, Bruder, ist mir viel lieber als dieses, Yeah! Yeah! Life free! Yeah! Komm hier! Let's go! Wir f***en alles! Gambo Mambo! So ein Scheiß ist natürlich, Bruder, 100-mal besser als diese Scheiße. Ja, ich bin bei diesen Yakuza, aber ich weiß gar nicht, ob die krass sind, ja? Ob die was zu melden haben, dies, das, ich kenne die gar nicht. Was ist das hier eigentlich? Ist das Mafia? Gibt es Mafia? Gibt es Gangs? Yakuza ist japanische Mafia. Nee, echt, Bruder. Laber doch nicht. Darum geht's doch gar nicht. Nein, ich meine nicht auf Real Life bezogen. Ich weiß, was Yakuza in echt ihr Leben ist. Wer weiß denn bitte nicht, was Yakuza ist? So, soweit ich weiß, hat die Yakuza auch Bruce Lee damals getötet. Verdammte Scheiße, Mann. Check mal den Opel Corsa ab. Verdammt, Mann. Ich hab selber nicht so viel Geld. Dollar. Ist das dein Auto hier? Ja. Kann ich den kurz ausleihen für 150 Dollar? Oh, ja. Ja? Ich gebe 150 Dollar, dann leisten wir ihn aus. Ja, Mann, bitte. Okay, komm. Ich brauche Geld. Also, was hast du denn vor? Ja, bitteschön. Ja, ich brauche nur ein Auto, damit ich mal ein bisschen schneller vorankomme. Dankeschön. Kannst du mir aufmachen? Kannst du mir aufmachen? Hallo? Hallo? Kannst du mir aufmachen? Hallo? Du hast vergessen, das Auto aufzuschließen. Ja, will er mich verarschen? Man rennt er weg. Ey, yo, Mann, du hast das Auto vergessen aufzuschließen. Hallo? Hallo? Du hast vergessen, das Auto. Bleib stehen, du kleiner Bastard. Nein, bitte. Bleib stehen! Oh. Runterkommen! Komm runter! Okay. Kommst du mir so? Komm ich dir so? Ist ja gar kein Problem. Was soll die Scheiße? 150 Dollar, aber ganz schnell. Ich will doch einen Bonus. Ja, damit. Okay, soll ich dir mein Auto geben? Na, du gibst mir das Auto sowieso. Ich will aber jetzt erstmal mein Geld plus einen kleinen Bonus. Für diese hinterhältige Aktion. Hier. Wie wirst du mir geben? 151. Nein, du gibst mir mehr. Ich hab noch 23, yo. Gib's mir. Mein Gott. Das ist die Gebühr dafür, dass du so ein hinterhältiger Spasti bist. Willst du noch einen Burger? Ja, einen Burger kannst du mir auch geben. Und dann verpiss dich zu deinem Auto und mach die Scheiße auf. Jetzt komm mit, geradeaus und mach keine Scheiße. Mach auf den Scheiß. Ich hab, glaube ich, meinen Schlüssel verloren. Du machst das verdammte Auto auf. Ach so, dein Schlüssel hast du von A hier. Ich sehe ihn gerade, warte. Ich hab ihn gefunden. Hilfe, Medic! Bleib stehen! Hier hast du deinen Schlüssel, ich hab ihn gegeben, ja? Hier, bitteschön, jetzt mach auf. Ja, geht doch, geht doch, geht doch. So, ich steig jetzt. Mach auf die Scheiße, langsam werde ich ungeduldig. Nein, ich hab offen. Junge, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Es tut mir leid, aber. Ja, mein Auto ist kaputt. Mach auf und jetzt, hör auf! Ich glaube, ich muss einen. Hör auf, den Schlüssel zu drücken jetzt. So, ja, ich hab ich nicht. Jetzt verpiss dich. Wenn ich, hey, hör mal zu. Ich werde jetzt einsteigen und wegfahren, wenn du jetzt versuchst, das Auto abzuschließen, nein, ne? Bitte. Ich werde dich sofort abknallen. Ja, unter normalen Voraussetzungen hätte ich schon längst abgeknallt, aber. Scheiße. Kurz mein Bein gekratzt. Ist das eigentlich ein Open Corsa? Maxwell. Ey, yo, Mann, wer bist denn du? Bist du ein Sheriff? Ja, ja. Okay. Warum bist du denn zu Fuß unterwegs? Soll ich dich irgendwo hinfahren? Nee, ich muss zum Laden, ich muss mich umziehen. Ich bin eben abgehört. Okay, ich verstehe. Dann noch einen schönen Abend, Jesus mit langen Haaren. Ja, ja. Schnapp ihn dir bitte. Warte mal. Was wollt ihr? Bitte. Wer seid denn ihr? Nein. Ey, Yakuza! Bleib mal stehen, bitte. Bist du von Yakuza? Ja, aber ich möchte keinen Streit. Ey, verdammte Scheiße, ich geh. Steig aus, oder ich knall dich ab. Ey, verdammte Scheiße, ich gehöre auch zu Yakuza. Ja, Bro, der gehört zu uns, sorry, also da kann ich dir nicht helfen. Ich fahr los. Regel das mit dem persönlich. Ja, schmeiß den mal raus, gib mir den mal. Nein. Ja, nein. Rauskommen, rauskommen. Einsteigen sofort. Ja, also dann viel Spaß. Danke dir, mein Messer. Hast du wohl den falschen geangelt, mein Messer, ne? Was ein Zufall, dass du genau einen von den angelst, die zu mir gehören, ne? Das ist aber, heute ist glaube ich nicht ein Glückstag, habe ich das Gefühl, kann das sein? Das DOJ wollte mir nicht helfen. Du machst das Handy sofort weg, ne? Ich wollte nur... Du willst ja nicht, dass ich hier unangenehm werde, oder? Nein. Dann weg mit dem Handy, du Pimmel. Also was soll das, hm? Polizei anrufen, bei Yakuza wie eine Memme weinen, hinterhältig mir 150 Dollar aus der Tasche ziehen und einfach so wegzurennen, ja, da würde ich auch lachen. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nichts. Okay. Es tut mir aber leid, natürlich. Aber ich brauche Geld. Was Geld? So macht man Geld. Ich hab nämlich fast gar nichts. Okay, dann habe ich für dich eine besondere Behandlung. Was? Behandlung? Ja. Nein. Natürlich. Bitte bring mich nicht um. Nee, noch schlimmer. Nein, Hilfe. Noch schlimmer. Oh, Scheiße. Ich wurde geblitzt, 150 Dollar. Okay, die Weste. Was ist da? Was ey, hilf mir bitte, Hilfe. Mach dich ab. Verdammte Scheiße. Hilf mir, okay. Nein. Wettnotiert. Stopp. Ich notiere mir das kurz auf. Nein. Oh, Scheiße. Aber die Tasse, falsche Tasse. Oh fuck, der fuckt. Dieser B***er, Alter.
Ja, war nicht so geplant. Der ist. Ja, was ist das jetzt? Ja, woher finde ich diesen Pimmelek? Halt mal Ausschau auf einen roten Opel Corsa. Aha, aha, aha. Oh mein Gott. Bleiben Sie stehen. Hilfe! Ah, oh mein Gott, bitte nicht. Ich habe noch nichts getan. Ich wollte nur meine Wasserflecke rufen. Hallo? Ich will noch was dazu sagen. Der Typ hier hat mich eben abgezogen. Das stimmt gar nicht. $150 hat er mir abgezogen. Nein. Ich hätte gerne mein Geld wieder. Ich kann Ihnen was geben. Das ist mein Essensgeld gewesen. Ich kann Ihnen was geben. Rob ist nicht gut. Das kann ich doch nicht annehmen. Das kann ich doch nicht annehmen. Oh, ich gebe Ihnen das. Ja, okay, wenn es sein muss. Ich danke dir vielmals. Ja, genau. Kein Problem. Was ist das denn da auf dem Boden? Lichter. Das hatte ich früher auch mal bei meinem Auto gemacht, oder? Dieses seitliche Lichter. Sieht teuer aus, ne? Aber wisst ihr, wie viel das gekostet hat? Diese Lichter? Habe ich bei Amazon gekauft für 10 Euro. Einfach hier unten so ein Ding aufmachen. Da musst du einfach so ein kleines Ding da reinpacken. Das ist halt nicht voll easy. Wegen dir habe ich meine Pistole abgenommen bekommen und eine $5,500 Strafe. Ja, hast bekommen. Du verdient. Ich steige ein. Darf ich mit? Ja. Ein Auto war einfach rauskicken, ne? Okay. Oh, ich hab geblitzt, $5 wegen dir, Minus gemacht, okay. Wow. Hast du meinen Insta-Tweet gesehen? Ah, nein. Dein Insta-Tweet? Was hast du denn getweetet? Ach, du hast meine Leiche getweetet. Bleib stehen oder ich knall dich ab. Nein! Ich knall dich ab, sofort einsteigen. Du kommst sofort mit. Warum hast du meine Leiche getweetet? Ich wollte eigentlich ein Selfie machen. Okay. Ich will dir gleich Selfie zeigen. Wie viel willst du, dass du mich nicht auf den Berg schickst? 10.000 und du bist frei. Ich hab aber nur 4.000. 4.000? 4.000 gibst du mir jetzt. Okay. Sofort. Aber ich muss Bank. Du gehst jetzt zur Bank, wenn ich merke, dass du irgendwas versuchst, es ist diesmal wirklich vorbei für dich. Okay? Gott. Mach doch nicht diesen miesen. Dann geh rein. Ich hab dich unter Beobachtung. So, komm mit. So, komm mit, steig ein. Nein, bitte mal. Einsteigen. Ich hab sie doch gegeben. Wie war das denn eben bei dir? Wo ich jetzt auch, ich hab dir auch eben Geld gegeben, du hast dich auch nicht dran gehalten. Aber ich hab sie doch zurückgegeben. Einsteigen. Oh Mann. Was sollte das denn eben, ne? Einfach abziehen hier so? Nein, bitte mal. Also du beschwerst dich jetzt darüber, dass ich dich jetzt verarscht habe mit dem Geld, obwohl du es als erstes gemacht hast. Aber ich hab sie doch zurückgegeben. Ja, natürlich hast du es mir zurückgegeben. Was hast du denn für eine Wahl, wenn ich eine Waffe auf deine Birne richte? Dann wollen wir mal. Ich werde dir jetzt mal hier beibringen, mein Besser. Wer ist denn überhaupt der andere da? Ich hab mir mein Auto so zur Verfügung gestellt. Die Fahrt wird ein bisschen dauern, deswegen schneidet euch mal lieber an. Ab geht die Party. Oh, verdammte Ach, Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Sorry, Mann, ich hab den Führerschein noch nicht gemacht. Ich war hier echt noch nie, wa? Das ist das erste Mal, in meinem Leben, dass ich hier hochfahre. Vielleicht noch mehr spüren. Wo ist das GTA das schon seit 10 Jahren zocke? Ich bitte euch, bringt mich nicht um. Da oben ist es. Alter, krass. Ich war hier noch nie. Für alles gibt's ein erstes Mal. Komm mit. Gut. Geh runter. Geh an die Spitze. Nein, doch, bitte. Doch, geh an die Spitze. Geh. Wohin? Geh! Geradeaus! Da vorne, nein! Ich bitte dich, tu mir nichts, ich mach alles, was du willst. Oh mein Gott. Geh an die Spitze. Es geht nicht mehr, sonst falle ich runter. Okay, ich verstehe. So, was sollte das denn nehmen? Was muss man sagen? Ich mach das nie wieder, yo. Bitte, Mann. Ich will nur heile nach Hause kommen. Hat sich aber eben nicht so angehört. Kannst du ihn runterkicken? Runterkicken? Mhm. Was ist, wenn er mich runterwirft? Nee. Du musst ihn einfach nur einmal kicken, das reicht. Soll ich machen? Ja, mach. Also, dass er runterfliegt? Ja, versuch deinen Glück. So, hallo? Ja. Nein, hier, bitte nicht. Nein, Mann. Nein! Was? Was hast du gemacht? Ich glaube, der ist tot, Digga. Du sollst ihn noch nicht töten, Mann. Du sollst ihn runterkicken. Ich hab ihn zweimal gedreht. Ich schmeiß den mal runter. Oh, Mann, Alter, einfach umsonst nach hier gekommen. Ich bin so crashed. In so einer Situation. Wir leben auf einer Insel, mitten in der Stadt. Am Anfang fand ich es so ein bisschen auch so Fremdschaum, aber ich find's inzwischen so, ja, so ein bisschen lustig. Besser als diese Rap-Kacke. Mit, yeah, komm, hier, Avatari, wir f***en alles, yeah. Alter, es wird einfach immer, es bleibt immer lustig, ich hab ja was gemacht. Ja, wow. Machen Sie Ihre Hände hoch. Ja, was ist denn, alter Bruder, ich bin gerade wach geworden und das wird ausgenutzt, oder was? Hey, wir müssen dich erschießen, wenn du weitermachst. Okay. Boah, kannst du so eine Situation nicht ausnutzen? Ich bin gerade wach und er fesselt mich in dem Moment noch. Was, wie schlecht! Ich konnte gar nichts machen! Schade, dass sie meinen Kollegen erschossen haben. Ich habe einen TV festgenommen. Wir haben einen Sheriff, der gefallen ist.
Ich konnte gar nichts machen, Bruder. Ich hätte ihn doch schon da hinten gesehen. Guck mal, der war schon in Taser. Der war schon in Taser-Reichweite. Das hätte doch gar nicht hinbekommen bei mir. Das ist bad, Bruder, ja. Ja. Situation kannst du auch direkt wieder auflösen. Ja, gar keinen Sinn. Instant, während ich gerade aufwache und gar keine Handlungsmöglichkeit habe, mich versuchen zu verhaften. Ja, das gibt für mich keinen Sinn. Ja, das finde ich auch komisch, dass er genau in der Situation, in der Stelle, wo ich gecrashed bin, wartet. Das finde ich auch sehr komisch. Machst du das gleich mit der Akte mit ihm? Hör mal ihn einmal raus. Hände hoch, sofort die Hände hoch, Jungs! Macht alle die Hände hoch oder ihr seid tot! Hände hoch! Alle sofort! Hände. Macht die Hände hoch! Hey! Was war denn das? Ah ja, erstmal Taser rausholen. Hände hoch! Hände hoch, ja! Erstmal Taser rausholen. Ich hab die Hände hoch. Scheiß Taser, ey! Ich bin viel zu drehen für den Scheiß! Was ist los? Die Hände hoch, Ben! Der versucht zu tasern. Zwei Leute mit Waffen, der versucht zu tasern. Was ein Pisser. Verdammte Scheiße, Mann. Waffen abnehmen und eure Munition. Die Funken könnt ihr auch nicht mehr, habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Jungs, ich habe nichts dabei, darf ich gehen? Ey, bleibt schön ruhig hier. Den hier kennt der Lasse, Mann, der gehört zu mir. Der gehört zu dir. Ja. Ihr lauft jetzt beide dahin und legt euch auf den Boden. Ihr habt beide keine Waffen. Hab euch beide abgenommen. Legt euch auf den Boden, Mann. Ey, ich schieße jetzt einmal ins Bein, damit du nicht mehr laufen kannst. Und ihr auch. Ihr schießt ihr auch ins Bein, ihr könnt nicht mehr laufen. Ein Schuss in den Finger. Und ihr schießt ihr auch in die Hand. Jetzt könnt ihr nicht mehr schießen, Mann. Bleibt liegen oder ihr sterbt und ihr seht eure Familie nie wieder. Jungs, Abzug! Schnell, Alter, kommt rein. Hey, sollen wir mal einen Banküberfall machen oder so eine Scheiße? Banküberfall? Okay, verdammte Scheiße, ich bin dabei. Yo, D, hast du einen Laptop und du weißt, was ich mein. Ist nicht im Lager schauen. Mach mal einen Keil, Mann. Stell den Wagen mal dahin. Stabile Glatze, yo. Danke, Mann. Jo, Jungs, wollen wir dann, oder was? Können wir machen. Okay, Jungs, dann let's go. Ja, das Schloss wird geschmolzen, Mann. Was springt denn hier bei der Sache raus? Was würdet ihr sagen? Millionen oder so. Ach du heilige Scheiße. Soll er das machen? Ja, er macht das. Ich krieg das nicht immer noch. Mir ist ein bisschen müde. Ja, das gibt's dann erstes Mal. Ja, wollen wir mal. Hast du's? Ich hoffe mal, der kriegt's hin. Ja, auch richtig rein. Hoffen wir's. Hab es ja mal weg. Oh, du hast es geschafft, Mann! Verdammt. Jetzt kriegen wir das große Geld, Jungs. Macht euch bereit. Geisel zurück! Ey! Kümmer dich mal um die Geisel, dass sie uns hier nicht dazwischen funkt. Der will das Geld schnappen. Du schnappst dir gar nichts. Alter, dreh dich um, Alter. Mach dir nur. Ich mach die Fesseln jetzt an. Nein, na was, die Fesseln kommen. Ja, nix, komm. Verdammte Scheiße, die Moneten! Kümmer dich um die Geisel, ja? Ich kümmere mich um das Geld. Jo. Die Moneten! Fast 400.000 hier. Alter, wenn du sowas in echt machen würdest, ne, Alter, die würden dich so jagen, ne, wenn du so viel Geld closed. Wenn das eine Bank machen würde, dann wäre alles gut. Wenn die einfach mal Geld drucken würden in der Bank drinnen, dann wird das keinen jucken. Wenn das einer aus dem Volk machen würde, Alter. Was ich mit so viel Geld machen werde, wenn ich das heil schaffe, Casino. Ach, wir verdoppeln das im Casino easy. Ab geht's. Ich hab das Geld, Mann. Hast du das Geld? Ich hab das. Ja, okay, pass auf, Jungs, wir gehen jetzt zusammen raus, ja? So, wir steigen alle in den R7 ein. Du fährst, ich bin Beifahrer, du fährst, steigst auf der einen Seite ein, ja? Wer garantiert denn, dass die uns nicht einfach abknallen? Ich garantiere dir das, Mann. Okay, Mann. Das gleich dir, Walter. Bomben deaktivieren. Bomben aktivieren, bleib drin, Jungs. Warte, bleib drin, bleib drin. Die Bomben sind an. Kommt raus. Bomben aktivieren. So, ich erzähle dir jetzt was und wehe, du machst Stress, ja? Ich steig schon ein. Wenn du uns hinterher fährst, wenn die Bomben explodieren. Dort sind noch Zivilisten. So, Jungs, let's go. Kurze Frage. Ab geht die Party. Kurze Frage. Ja, hier ist gut. Wir warten einfach so 5 Minuten und dann war's das. Jo, Mann. Habt ihr's geschafft, Alter? Was denn das für Vollidioten gewesen? Ich hab keine Ahnung, Alter. Wie viel haben wir gemacht, Mann? 53.000. Boah, Junge. Ey, ich würde sagen, das lief so gut, Alter. Wir können direkt zur nächsten Bank. Ja, würdest du sagen? Meinst du? Ich weiß nicht, Alter. Ihr wollt euch einfach nicht eingestehen, dass ihr verloren habt. Ihr wollt das einfach nicht akzeptieren. Ihr habt verloren gegen mich. Ich habe euch auseinandergenommen. Ich fordere dich heraus, versuch's. Du schaffst es nicht. Du hast gar kein IQ. Also, ihr kriegt gar nichts gebacken. Ihr habt einfach nichts, von nichts eine Ahnung. Das Einzige, was ihr könnt, sind irgendwelche fertige Programme zu kaufen. Aber selber schafft ihr einfach nichts. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist eure Mutter auf den Strich zu schicken. Damit die euch Taschengeld gibt und damit finanziert ihr euch dann eure gekauften Programme. Nutzlose Lappen. Wenn es so weitergeht, brauche ich ja gar kein Casino mehr zu spielen. Hä? Oh nein. Was ist denn jetzt für eine Party? Da sind wir aber ganz gewaltig am Tanzen, würde ich mal sagen. Ja. Na, da kriegen wir auch eine Stelle hinterher.
Shell-Wack, oder was? Das habe ich aber noch nie gesehen. Ich glaube, da benutzt jemand Programme, wofür deine Mutter, glaube ich, gefühlt ein ganzes Jahr auf den Strich geschickt hat. Das sieht nach was Teurem aus, was er da hat. Ja, okay, los geht's. Okay, Mann, der hier geht's. Hier hat mir einer geschrieben, auf Instagram, willst du einen Account haben, der auf Immortal Whitelist ist für Content und so? Hab mich whitelisten lassen, aber spiele nie drauf, weil das RP Much ist, meinte einer. Also der will mir seinen Account geben mit Whitelist, dies, das und so. Finde ich korrekt von dir, mit meinem Bruder, dass du mir deine Whitelist geben willst und so. Aber möchte ich nicht, Bruder. Ich sag dir trotzdem, ja. Nur der Gedanke zählt, aber ich möchte ja, nicht zocken. Okay, Mann, ich starte, ja? Kann starten, let's go. Ab geht die Post. Ich will auch suchen. Haltet die Klappe jetzt, Mann, sonst schießt ihr euch ein Bein, Mann. Dann wollen wir mal. Hey, nimm mal die Hände aus dem Schoß, was ist mit dir? Kannst du später da mal rumspielen? Okay, Mann, ich bin drin. Das hab ich gestern auch zu Jays Schwester gesagt. So. Ha, fette Beute, Mann. Nicht so viel wie bei der Staatsbank, aber naja, immerhin etwas. Kann man sich wohl nicht beklagen. Wir müssen das Scheißgeld noch waschen oder so, Mann. Ja, Mann. Mal schauen, vielleicht ist das Geld hier, vielleicht ist das... kann gerade die Scheine nicht erkennen, ich glaube, das sind aber größere Scheine. Ich glaube, wir sind hier schneller draußen, als die Cops da sind, Mann. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich guck mal, was draußen abgeht. Verdammte Scheiße, was geht denn vor sich? Alter, der packt immer noch das Geld ein. Verdammt. Nimm alles mit, Mann, nimm alles mit. Verdammte Scheiße, auf was hast du geschossen? Auf die scheiß Geise, die redet zu viel, Mann. Okay, Mann. Wenn die Cops nicht auftauchen, dann lass direkt zu der nächsten Bank, würde ich sagen, oder? Ja, ich hab schon markiert, Mann. Okay, Mann. 50.000, 190.000 habe ich. Jon, ab. Schnell. Lass uns abhauen. Oh, Jella, komm. Yo, G. Ja, wir sind schon in der Bank, Mann. Wir warten auf euch. Hast du die nötigen Utensilien? Ich hab schon genug, wie ich gerade noch mitbekommen habe. Also, ab geht's. Ich hab langsam ein Händchen dafür bekommen. Ja, die Cops nicht, Mann. Okay, Mann, ich bin drinne. Verdammte Scheiße, Mann, die Moneten. Die Moneten, die gehören mir. Dann sind wir schon bei 700.000. Das wird aber echt ein Zuckerschlecken, würde ich mal sagen. Wir bunkern das schön, danach gehen wir erstmal schön ins Casino, würde ich sagen. Was sagt ihr? Ja, das Casino hat zu, Mann. Die haben Stromausfall gehabt an dem scheiß Casino. Mhm. Ja, wir können den Stripclub vielleicht auf der offen, Mann. Wie viele Banken gibt's denn noch? Oh, noch ein paar, Mann. 90.000 habe ich bekommen. Ja, warte, komm mal zu mir, dann gebe ich dir gleich das Geld. Okay, Mann. Ja, ich auch, 95, warte. Da haben wir wieder 200.000. Und sind wir somit bei fast 800.000, 900.000. Los geht's. Jungs, wir hauen sofort zur nächsten Bank ab. Let's go. Nein. Bleib wieder rein. Komm wieder rein. Oh nein. Verdammte Scheiße. Ah, wir sind zu spät. Die retten uns bestimmt. Ey, jo, Mann, es ist aber ein einzelner Wagen. Sollen wir den nicht einfach auch reinholen? Ja, damit wegfahren die Jungs, wenn wir abhauen, oder? Ja, haut ab, Mann. Scheiß auf den, lass uns abhauen. Wenn er keine Lust hat zu... Alter, so eine Muschis, Mann. Scheiß auf die Muschis. Glatzkopf, fahr du das Auto, den Audi. Let's go. Komm. Ab zur nächsten Bank, Mann. Abfahrt. Fahr schnell zu einer Garage hier links, schnell. Ich lager das Geld schnell ein. Voll überfallen, du Wichser. Was sollte die Scheiße, hä? Spinnst du? Da hab ich dich wieder gefunden, ja? Mein Motorrad. Hör auf, Mann, hier verpiss dich doch, ja! Du hast mein Steig aus! Du hast mein Geld weggenommen. Steig aus, ich knall dich ab, ich schwöre, du bist tot sonst. Chill. Aber krieg ich mein Geld wieder? Du fuckst mich so ab, ne? Du fuckst mich so ab. Ja, Bruder, du hast mich vorne, komm mit. Verpiss dich einfach, Mann. Der hat mich voll getriggert, Bruder. Stell dir mal vor, der hat das Auto jetzt geklaut, das hat mich übelst abgefuckt, Bro. Ich bin hier drei Banküberfälle am machen, 800.000 hätte man einfach abgezogen. Dann let's go. Wir müssen noch auf die Kollegen warten. Komm in die Bank! Im Würfelpack. Was geht da ab? Der Scheißlautscher, den wir vor uns als Geisel genommen haben, der stürmt uns gerade. Und die Polizei steht auch schon davor. Oh, verdammte Scheiße. Ist ein Kollege tot? Nee. Glatzkopf tot? Dann lass ich mal schauen. Glatzkopf ist gar nicht da. Ey, Glatzkopf, komm mal zum Würfelpack und überrasch die Leute von hinten. Alter, das ist ja echt eine eklige Position hier. Ja, Mann. Der will Faxen machen, den wir als Geisel hatten. Pass auf, der kommt gleich rein, Alter. Was passiert hier, Bro? Lock den mal. Nice.
Ist da noch einer? Nein, das war der einzige. Okay, Mann, du verhandelst. Ich mach den Tresor auf, ja? Ja, okay, mach. Ich sag, wir haben hier eine Geisel. Versteck die Geisel, ja? Wir haben ja eine Geisel. Nur die lebt halt nicht mehr. Ja, die lebt noch, warte. Ah, verdammte Scheiße, Mann. Ich musste. Tut mir leid, Mann. Ich musste leider den Laptop. Ich musste abbrechen. Eben. Hast du einen Laptop? Ich hab zwar einen Laptop, aber ich brauche das Hacking-Tool, brauche ich nur. Hast du da drin Geiseln? Natürlich haben wir Geiseln. Was denkst du denn? Ihr habt es doch hier nicht mit Amateuren zu tun. Ich schwöre es Ihnen, wir haben hier eine Geisel im Laden. Eine Geisel, okay? Ja, das schwöre ich Ihnen. Ey, ich brauche ein Hacking-Tool. Ey, Jo, Glatzkopf, wo bist denn du? Ey, Jo, Mann, wir brauchen dich. Kann sein, dass er tot ist. Ey, Glatzkopf, ja. Gib mir mal das Hacking-Tool. Ich hab keins, Mann. Ich versuche loszufahren und hol mir noch außen. Aber das dauert. Alles gut, Mann, aber besorg eine Geisel, ja? Ich muss zum Schwarzmarkt fahren. Wenn du es schaffst, dann besorg zwei Geiseln. Ja, ich versuche mein Bestes, aber das kann jetzt 5 Minuten dauern. Alles gut, Mann, wir warten. Okay. Hör mir mal zu, ja? Hey, wir haben eine Geisel hinten und mein Kollege wird jetzt erstmal kurz wegfahren. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ey, Swat, was macht ihr hier? Ihr könnt nicht einfach hier aufkreuzen und meinen Einsatz stürmen. Ey, Jungs. Das ist Sheriff's Department. Ach, verpisst euch, Digga. Die haben. Ah, Digga, scheiß auf euch. Scheiße, was haben wir jetzt denn hier für mit Amateuren zu tun? Was sind das denn für Amateure, Mann? Mit denen kann man doch gar nicht verhandeln. Wir haben hier noch eine Geisel. Und hinten ist noch einer drin. Also ich muss jetzt auf alle Fälle was für den Raub holen. Also ich bin gleich wieder da, ja? Sie müssen was für den Raub holen. Ich hab was vergessen. Sie sind zu zweit und... Wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt. Einer ist noch hinten mit einer Geisel. Und Sie müssen was holen. Ja. Er fährt jetzt irgendwo hin, danach kommt er gleich wieder. Steig ein und fahr. Macht ihr irgendwas falsch, ist die Geisel hinten direkt tot. Bitte macht, was er sagt. Er ist verrückt, Mann. Macht, was Glatzkopf, er sagt. Hier rein. Ja. Ab nach hinten, zu meinen Komplizen. Tut mir leid, Mann. Leute, was sind das für Amateure? Was ist das für... Ja, muss nur gucken, wer den längsten hat, ja. Ach du Scheiße, Mann, was für Idioten. SWAT-Einheit bei so einem Kack geladen, so, weißt du, ja. Hab ich auch noch nie gesehen. Kommt nicht auf falsche Gedanken, ja? Sobald ein Schuss fällt, sind alle tot. Ja, kein Stress, es wird kein Schuss fallen. Okay, ich werde kurz meditieren. Zwei Minuten und mir ein paar Sachen Revier passieren lassen. Okay. Also ich komme sofort. Hey, hallo? Hallo? So, Passproblem gelöst. Ja, Geiselnahme gesichert. Innerhalb von 0,4 Sekunden. Hä, hey, was passiert? Ich hab doch einen Komplizen hinten. Man stirbt doch nicht rein. Könnt ihr doch gar nicht wissen, dass ich einen Komplizen habe oder nicht? Warum kriegen diese Cops eigentlich nie Strafen für so ein schlechtes RP, ja? Zicki, zicki, bum, bum. Halt die Fresse, du Putze. Boah, ich will jetzt mal mit der Projektleitung reden, ja. Schmocki, ich will mal mit Schmocki reden, Alter. Sowas f***t doch echt den Ruf von dem Server einfach, ja. Der Server hat gutes RP, aber die machen den Ruf kaputt mit so einer Aktion. Hallo? Was geht? Was geht, Bro? Weiß ich schon Bescheid? Bist du mal alleine gekommen? Ich komme nach Hause, ne? Ich gehe in deinen Stream, hol mir kurz was zu essen. Ich gehe kurz weg, komm wieder hin und dann bist du festgenommen. Was ist da passiert? Soll ich dir die Situation zeigen? Hallo? Los! Wer war das? Auf jeden Fall was los. Fail RP sein Vater, auf jeden Fall, des Todes. Es gibt zwei Optionen. Entweder Meta, die wussten nicht, dass ich Komplize hatte, was sowieso scheiße wäre, oder Fail-RP des Todes. Egal welche Option, nee, es ist einfach nur Müll. Es war eher Fail-RP. Mach deine Hände hoch, ich kann nicht, scheißegal. Ich mach deine Hände hoch. Ich mach kurz, Junge. Verdammte Scheiße, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Gib mir meine Pistole wieder. Sofort. Gib mir die Pistole zurück. Was soll ich machen? Deine Pistole möchte ich. Ja, ich will die gerade. Dann nimm sie dir doch. Dann geht doch. Warte, ich geb dir Munition, Mann. Ja, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. So, jetzt seid ihr im Arsch, Alter. Dreh dich um, Mann. Red dich undeutlich oder was? Und das Fenster. Das wollte ich gar nicht ans Fenster. Ja, dann geh neben das. Also ich kann das andere Fenster. Ich geh ans andere Fenster. Nein, geh da daneben hin. Neben den roten. Ja, du meinst ans Fenster. Ich kann nicht ans Fenster. Dann geh daneben hin. Was ist da? Ja, schwer? Okay. Der ist zu blöd dafür. Wie auch immer er diesen Job bekommen hat. Seht draußen noch welche? Draußen sind noch einer. Pass auf. Soll ich mir den holen? Aber bleib vorsichtig, Mann. Ey, Jovan, wo bist du? Wir haben deine Geiseln. Wir haben deine Kollegen. Mach keine Scheiße. Wir haben vier Geiseln. Wir haben vier Geiseln von euch. Wenn ihr auf falsche Gedanken kommt, werden alle abgeschossen, ja? Bleib hier. Hände hoch. Okay, er schießt. Knall die Geiseln ab. Hat er geschossen? Ja, er hat geschossen. Ja, okay. Das meine. Oh, wir haben noch drei, ja? Nein, die sind alle tot, Mann. Verdammte Scheiße, es ist nur einer, Jungs. Alles oder nichts, kommt mit. Okay. Ja, alles oder nichts. Komm. Er ist hier irgendwo, passt auf. Er hat eine Langwaffe. Ja, lass wegfahren, lass auch abhauen. Steig ein. Der ist da hinten, pass auf. Ah, Mann.
Er ist weit, komm, ich hau ihn ab. Glatzkopf, Mann, was hast du denn für Teleportationsfähigkeiten? Fahr du, Mann. Was ein Idiot, Mann, seine Kollegen sind ihm anscheinend gar nichts wert. Ja, Mann. Jungs, kann mal jemand fahren? Ich muss kurz meditieren, ja? Ja, die, fahr ja, du, Mann. Könnt ihr jetzt klären? Also, ja, wunderschön. Das war gerade der Kerl, der dich umgetackelt hat. Was, ja, was war das denn? Was sollte das denn? Ja, mein Bester, du sollst doch nicht im RP AFK gehen. Das kannst du gar nicht wissen, wenn ich sage, ich lass ein paar Sachen Revier passieren lassen. Ja, ich hab die Tür, ich hab einen Plan geschmiedet im Sinne von, du hast gesagt, einer steht hinten. Alles klar, verständlich, tackeln ist leise, macht keinen Lärm. Also habe ich meinen Jungs gesagt, yo, ich tackle den ersten um, ihr rennt komplett rein und holt den zweiten, beziehungsweise den dritten Geiselnehmer da raus, um die Situation sicher und sauber sorgfältig abzuwickeln. Ach so, du tackelst mich, während ein Kompliz hinten ist und mit der Geisel, was? Du. Ja, hat doch geklappt. Ja, wie hat doch geklappt, ey, Bruder, aber du bist der Geiselnehmer so los, du hast gar kein RP-Verständnis, sorry, ja. Aber Bro, ich meine... Ja, hat geklappt, super, hat geklappt. Du hast wahrscheinlich gewusst, dass ich keine Geisel hatte, dass ich keine Komplizen hatte. Aber, ey, das ist ja so schlecht, Alter. Er sagt, hat geklappt. Okay, dann kann ich auch nächstes Mal während von mir... Scheiß, warum, Bruder? Entspann dich doch. Ist doch alles cool, Digga. Entspann dich, chill. Bruder, was sagt der jetzt, dass ich rumschreie? Ey, ich werde gerade richtig sauer, ne? Jungs, ey, beruhigt euch. Was ist rumschreien? Hallo. Das ist rumschreien, was laberst du? Was für Schreien? Ich bin ganz normal am Reden, mein Pegel ist halt ein bisschen höher. Also was laberst du? Hör auf mit Sachen, mich versuchen zu triggern. Du hast einfach Fail-Abit des Trost gemacht. Du bist einfach nicht RP-fähig, du bist schlecht. Du kommst mit irgendwelchen Argumenten, dass ich schreie. Lass dich doch ausreden, du. Ich weiß ja nicht mal erstmal dazu, dass das RP-technisch schlecht ist. Da kann ich ja auch einfach eine Waffe ziehen, wenn jemand vor mir eine Waffe zieht und ihn töten. Und dann sagen im Support, ja, ich bin ja nicht gestorben, hat der geklappt? Ist das dann auch legitim oder was? Guck mal, wie der triggert, Bruder. Bruder, so ein. Bruder, das hat nichts mit Trigger zu tun. Das hat was damit zu tun. Er bleibt gar nicht argumentativ. Ich erkläre dir gerade die Situation. Du sagst ganze Zeit schreien, warum bist du so, dies, das. Du bleibst gar nicht beim Thema. Guck mal, ganz ehrlich, Schmocki, du weißt doch, wie mein Pegel ist. Du weißt doch, dass das ganz normales Gerede war gerade vor mir. Habe ich gerade geschrien? Jetzt schreist du. Aber bis er das gesagt hat, habe ich geschrien. Er hat es nicht so gemeint. Er hat es nicht so gemeint, okay? Er wollte es, ich habe ihm auch schon davor gesagt, er probiert die Situation so schnell wie möglich zu gewinnen. Also Situation komplett beseitigt. Sauber und sachlich. Ohne großartiges Tamtam. Klar, ich verstehe deine falsch, Sicht, oder, aber... Nee, pass auf, es geht darum. Samo hatte in dem Fall hinten Komplizen. Ja. Und mit der Unwissenheit oder mit der Tatsache, dass ihr wusstet oder nicht wissen könnt, ob hinten Komplizen sind. Ich hab doch gefragt. Genau, und ihr müsst damit rechnen, dass der Komplize irgendwem eine Waffe an den Kopf halten wird. Hat er auch. Und dann könnt ihr halt nicht einfach sagen, yo, wir stürmen jetzt rein und wir tackeln Samo um, weil in dem Fall irgendjemand sterben würde. Na, immer besser. Das geht nicht. Das genau so funktioniert es leider Gottes. Wie bei einem normalen SDK-Zugriff, hä? Ganz normaler SDK-Zugriff. Aber Bruder, Blendgranaten, mal. Normalerweise bei einem stinknormalen SDK-Zugriff hätte ich die 4 Blendgranaten reingepfeffert und wäre komplett reingestimmt. Ja, so, aber der Zugriff war Fail, weil er hätte er schreien können, während du ihn umtackelst, tötet die Geisel! Zum Beispiel. Also ja, aber in der Zeit waren die Jungs doch schon hinten, es waren 3 Meter. Ich kenne doch den Robin und auswendig. Du bist reingegangen, während der AFK war, hast ihn erstmal umgetackelt und dann sind die Leute reingegangen. Ihr dürft ja nicht das AFK als Ausrede benutzen. Er darf ja nicht im RP AFK gehen. Ich meine, im Endeffekt ist doch jetzt alles schön und gut, ist doch jetzt alles geregelt, scheiß drauf. Nein, ich bin... So, aber das Ding ist ja, du kannst ja gar nicht wissen, was AFK bin. Du kannst ja gar nicht wissen, wusste ich auch nicht, ich habe mit dir geredet, hab die Chance genutzt, die Tür spalt aufgemacht und ich getackelt. Das ist das Ding, das es noch schlimmer macht. Du wusstest ja nicht, dass ich AFK bin. Also hätte ich reingegangen... Deswegen hab ich doch die... Ja, also hätte ich in der Situation, wo du versuchst, die Tür aufzumachen, die hätte funken können, dir den Befehl geben können, dass die Geisel jetzt mehr abgeknallt werden. Hättest du nicht, wenn du getackelt wirst, kannst du doch nicht funken, hä? Du hast dir getackelt? Aber, wie bitte? Ich hab dich getackelt, ja. Und hast dich 10 Sekunden davor erstmal vor mir gestanden, so geguckt und so? Ich hab die Tür spalt aufgemacht, getackelt. Du hast die Tür spalt aufgemacht, dann hast du 5-10 Sekunden vor mir erstmal gestanden und in so einer Situation hätte ich schon das Kommando gegeben, dass die Geisel tot ist. Hätte schon sagen können, deswegen habe ich ja vorher mit dir geredet. Normalerweise hättest du gesagt, ey, raus hier oder sowas. Hä? Ich verstehe das Problem gerade gar nicht. Ich verstehe nicht, wieso du nutzt das AFK aus, weil du gecheckt hast, dass ich AFK bin. Wieso AFK aus? Du darfst ja gar nicht AFK aus. Weil du redest mit mir. Als wenn es eine Safe Zone wäre, mein Bester. Es ist keine Safe Zone. Das ist nicht diese Notfallbremse, die jeder ziehen kann, hä? Bruder, das ist einfach schlecht, dass Fail-AP sein Vater. Aber warum schlecht? Warum Fail-AP, hä? Das einzige Argument, was du hast, ist, dass die Situation legitim, dass du es geschafft hast. Das ist dein einziges Argument. Ich möchte noch dazu hinzufügen, dass ihr eigentlich in dieser Situation unerwünscht wird. Ja, das war reiner Zufall, dass du vorbeigefahren bist.
Nee, ich, schwöre bei Gott, das war reiner Zufall. Bruder, die Situation habe ich euch eben nicht gesagt. Ich glaube sogar, ich habe... Lasst euch ausreden. Der labert die ganze Zeit voll. Der lässt mich gar nicht ausreden. Der erzählt mir was von Schreien. Alter, der schreit sich hier die Seele raus. Jetzt lass mich mal reden. Wir hatten am Anfang eine Situation mit zwei Pedilern und so, ganz normal. Und wir wollten die Situation fortführen. Und dann ist dieses Wort einfach dazu gekommen. Und da meinte diese Pediler auch zu denen, was mischt ihr euch jetzt ein? Dies, das, was kommt ihr? Jetzt kommt Sporty oder was? Dies, das und so. Und dann haben die sich da gegenseitig fertig gemacht. Und das ist auch der Grund, warum wir uns dann drüber lustig gemacht haben hinten. Ich weiß, was du meinst. Lass mich doch mal ausreden. Schmocki, kannst du dich an die Szene erinnern, wo ich hinten mich drüber lustig gemacht habe, dass die so amateurhaft, dies, das und so. Ja. Deswegen. Weil die einfach aufgetaucht sind aus dem Nichts und einfach die anderen Pediler verscheucht haben und dann einfach die Situation übernommen haben. Versteht ihr, was ich meine? Weil das SD keinen Zuständigkeitsbereich hat. Hier, wir sind einfach rumgefahren und dann haben wir zufälligerweise gesehen, beziehungsweise der Porsche-Fahrer hat uns angehalten. Todes, Ende aus, es braucht man. Aber warum ist das Fail-AP? Ja, ich muss es dir nicht erklären, du hast kein RP-Verständnis, du wirst es wahrscheinlich eh nicht verstanden. Aber egal, genau deswegen sind wir doch hier, Mann. Bist du Streamer, wenn ich fragen darf? Es wurde dir doch gerade erklärt, du verstehst es einfach nicht. Bist du Streamer, wenn ich fragen darf? Was hat das jetzt damit zu tun? Das spielt doch gar keine Rolle. Das hat eine ziemlich egal. Im Endeffekt ist es egal. Möchtest du mich bannen oder weil das... dreht sich langsam in die Richtung, als wenn ich mir anhören darf, dass ich hier, keine Ahnung, Permaban kassiere oder so. Ich hab dir genau gesagt, was mein Problem damit war. Dass du halt die Situation viel zu schnell halt gewinnen willst unbedingt, um halt, ja, schlecht und rot zu schaffen. Aber es auf dem Server halt darum geht, geile, lange RP-Stränge herzustellen. Und ich weiß, was du meinst. Genau das Gegenteil. Ja, okay, das war schnell. Schreite ich mich auch gar nicht drum. Und ja, okay, vielleicht wollte ich auch unbedingt gewinnen. Im Endeffekt habe ich ja auch die Sachlage sauber und sachlich geklärt, ohne dass eine Geise auch nur einen Kratzer abkriegt. Ich finde auch, dass er den RP-Strang richtig kaputt gemacht hat. Was wir vorhatten ist, dass der Komplize von uns das Hacking-Tool holt und noch ein, zwei Geisen dazu holt, damit es ein bisschen noch realistischer wird. Das ist das, was wir vorgehabt haben. Das hätte sich richtig aufgebaut und das wäre ein bisschen länger gegangen. Ich sag dir ehrlich, im Endeffekt wäre das krasses RP geworden und im Endeffekt hätten wir das so weit können. Das ging halt nicht, weil du dabei warst. Der Punkt ist halt einfach nur, wir sind halt einfach zu früh aufgetaucht. Nee, der Punkt war, dass du dabei warst. Deswegen hat es nicht funktioniert. Ich will dir nichts reindrücken, dass du gebannt wirst. Darum geht es mir gar nicht. Was mich an der Sache nervt, ist, dass du nicht einsichtig bist. Du musst einfach gestehen, das war einfach Fail-RP. Das war einfach nur los. Und du musst auch mal ein bisschen checken, dass du es falsch gemacht hast. Du musst mal ein bisschen Verständnis dafür haben. Und das ist das, was mich an der Sache, dass das Einzige, was mich gerade gestört hat, dass du noch im Gedanken bist, dass das richtig war, alles, was du getan hast. Und das ist nein, etwas, was mich sehr krass fühlt. Okay, du hast es eigentlich, es war falsch, es war Fail-RP, dann hat sich die Sache für mich erledigt. Okay, haut rein. Alright.